Kann ich dir helfen? Ich habe Gleichzeichen und ich... Das ist Gleichzeichen. Einer offenbart die Wahrheit auf geheimnisvollen Wegen. Ich sehe, du hast nichts Böses im Sinn. Nö, ich möchte Martine treffen. Er versteckt sich derzeit. Ich benötige ein heimes Passwort, um sie zu treffen. Eine Sicherheitsmaßnahme als Schutz vor dem Zugriff Arkhams. Was soll ich machen? Er spricht mit der Gemischwarenhändlerin vor Ort. Sagt, dass du auf der Suche nach einer roten Blume bist und zeigt Clays Zeichen. Dann hältst du einen Teil des Passworts. Okay. Der Suche nach einer roten Blume, okay. Ja, ja. Ich suche nach einer roten Blume. Ich habe dieses Andenken. Yes. Welcome. Ah, good. I see you have Clay's token. Suspicious folk have been asking about Martine lately. We suspect they're with the Archeum. Okay. I don't know what those Archeum bastards want with her. But under these circumstances, we have no choice but to be wary of outsiders seeking Martine. Okay. Bin ich die? Sorry for stalling. You need the rest of the passphrase to find Martine. The first part of the phrase is the light fragment. Ask the skills researcher for the other half. You just say you're looking for a red flower. Okay. Wie bei dir? Okay. Ah, hier haben wir noch ein heruntergefallenes Papier. Bericht 91.3. Die Invasion der Flüsterinsel sollte der Beschaffung von Sternenfragmenten dienen. Calancia beginnt einen brutalen Völkermord und extrahiert Sternenfragmente aus dem Körper der Toten. Der älteste Insel starb, aber es wird davon ausgegangen... Boah, wird so langsam ein bisschen müde hier. Eieiei. Dass die von ihm beschützten Kinder entkommen sind. Gemeldet von er. Okay. Interesting. Okay. Wir haben den Geheimbericht. Da oben ist auch noch was. Rätselhaftes Buch. Oh Gott. Auf der Suche nach Lasslands Delikatessen. Verfasst von Jamie Ramsey. Der gute Jamie Ramsey. Okay. Schon seit Anbeginn der Zeit bestand die größte Tugend der Herrscher darin, ihr Volk zu ernähren. Daher müssen wir auch nicht lange darüber nachsinnen, wie wichtig Essen für unser Leben ist. Auch wenn wir wieder und wieder das Gleiche essen, selbst die geringste Aufmerksamkeit, die dem Geschmack zuteil wird, kann einer Person zu etwas mehr Glück und Freude verhelfen. Aber Trinken ist auch immer wichtig, nicht nur Essen. Im Geschmack liegt das elementarste aller Vergnügen und ist ein gesundes Vergnügen, das in allen Altersgruppen von jedermann ohne schlechtes Gewissen genossen werden kann. Die Zubereitung köstlicher Speisen trägt nicht nur zur körperlichen Gesundheit bei, sondern regt auch die Seele dazu an, eine fröhliche Gemeinschaft zu gestalten. Aus diesem Grund veröffentliche ich, Jamie Ramsey, diesen Band über Kochtechniken aus nah und fern, um den Menschen Soliums mehr Gesundheit und Zufriedenheit zu bescheren. Laslan mit seinem fruchtbaren Weideland könnte als der Rotkorb Soliums bezeichnet werden. Je üppiger das Land, desto mehr kann es letztendlich im Handel Pfeil bieten, was eine große Vielfalt an Zutaten für die Küche ermöglicht. So kommen Menschen Laslands in den Genuss frisch zubereiteter, angesprochener Fleischgerichte aus den Nachbarregionen. Wildsteak. Ganz egal, in welcher Region man sich befindet, wo es Wild zu jagen gibt, steht garantiert irgendeine Art von Steak auf der Speisekarte. Es liegt eine gewisse elegante Schlichtheit in seiner Zubereitung, im Schneiden des Fleisches, im Würzen mit Kräutern und Grillen über dem offenen Feuer. Mittlerweile gibt es verschiedene Arten von Edelsteaks, die gereift werden und mit wählerischen Gaumen adliger Familien gerecht zu werden. Doch was schmeckt schon besser als ein frisches Steak, zubereitet aus dem Fleisch eines Tieres, das gerade erst erlegt und über ein einfaches Feuer gegrillt wurde? Frische Kräuter wie Minze, Basilikum, Thymian findet man häufig auf den Feldern Lasslands. Sie alle eignen sich hervorragend als Ernährung zum Rezept. Materialien, Hauptzusatz, 60 Rollen frisches Wildfleisch, eine Handvoll Salz, optionale Zutaten, ein Löffel Butter, eine Prise Kräuter.
Richtig plain Steak. Huh? Nice. Laslands Delikatesse. That was close. I can't believe the ghastly tales were true. Stadtausrufer. Lul. Gehen wir mal weiter. Ich schaue mich immer mal ein bisschen um. Ah, hier ist sogar ein Kochofen. Genau, ein bisschen Crafting und so. Ja, also ich schaue mich immer mal so ein klein wenig um und genieße hier die Details. Weil, wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, keiner von euch hat das getan. Niemand wird sich hier an dem Ganzen gelabt haben und wird gesagt haben, hey, ich mache jetzt mal Story und ich gehe mal auf die Welt hier ein bisschen ein. Jeder einzelne von euch wird wahrscheinlich schnell Level 50, so viele Dungeons rennen wie möglich und Gear Score und was weiß ich noch alles, Trades und ne? Und das muss man ja nicht unbedingt machen. Man kann ja auch erstmal so ein Spiel auf sich wirken lassen. Und ich lasse es auf mich wirken. So, such nach einer roten Blume. Whispers. You want to meet with Martinet? Head to the Castleton Infirmary on the north side of town. Say the password, and you'll be allowed to enter. Okay. By the way, many of the townsfolk, including myself, have been brought to health by Martinet's healing skills. Please take care not to let anything happen to her. Keep an eye out for anyone suspicious on your tail, just in case. At first, Melky pretended not to know anything about Martinet. It turns out she had gone into hiding. Fearing the Archaeum Legion. When you showed Clay's token to the villagers, told you where to go and gave you the full password. The Light Fragment Whispers. The Light Fragment Whispers, ja. So, jetzt grausame Festival der Welt. Sie starben fürs Belfort und Mark Aron am Strick. Alle auf dem Platz begannen, um sie zu trauern. Doch Reville, Khazar, Calanthea. Diese herzlosen Eindringlinge nutzten Malvicence, um die Menschen in einer erzwungenen Feier zum Singen und Tanzen zu bringen. Fucking hell. Deswegen will der... Oh mein Gott, ja, also ja. Krass. Ja, den würde ich halt genauso hängen. Also den würde ich definitiv auch die Statue abreißen. So, ne? Holy shit. What the fucking hell? Oben ist auch noch was? Na? Aber hier. Ike, die Würfe waren zu stark. Sie kamen alle gleichzeitig angerannt. Ich habe mich nur noch darauf vorbereitet, jeweils einen zu erwischen. Wir sahen, dass sie eine Lunte gerochen haben. Dass die Lunte gerochen haben. Warum schwärmen sie so aus? Bereue es zutiefst, in der Hirschhornschenke übernachtet zu haben. Er sagte doch gleich, dass jene im Jagdwettbewerb Erfolg haben werden, die die ausgestopfte Wolfsnase über dem Grill berühren. Was für eine Lüge. Wenn ich ihn in den Finger kriege, kann er sich auf was gefasst machen. Okay. Super. Schieb wieder runter. Hallo? Die dunkle Masse schreit. Ich weiß nicht, geht niemand und du rufst den ersten Teil des Passworts ins Gedächtnis. Das Lichtfragment flüstert. Jetzt hörst du, wie eine Schüssel im Schuss dreht. Hallo? Nicht? I haven't seen you around before. So what brings you here? Clay bringt mich her. I see. Clay sent you to me because of my research. The truth is, my sister Adriana also suffers from bouts of mana frenzy. I've been searching for a cure. Okay. If you're suffering from the effects of mana frenzy as well, a mana calming potion can alleviate your symptoms. I'd brew one for you, but I just used my last batch of ingredients. And unfortunately, I must stay here for the time being. Okay, dann kann ich hier doch die Zusagen besorgen. Then I'll tell you where to go and what I need. Head to the Golden Apothecary in the Golden Rye Pastures. You'll be able to find some rancid powder.
Bring me some rancid powder. Ranziges Pulver. And I'll make you an improved mana calming potion. Ja, mach du mir mal eine Mana Potion aus ranzigem Pulver. Oh, fuck. Fucking hell. Okay. Mach ich mich gleich ans Werk. You know how to use waypoints, right? If you aren't sure, go ask Priestess Grace. Using them makes it a breeze to return after procuring materials. Ja. Oh dear. You look. Ja. Your symptoms are clearly getting worse. Hurry, bring me some rancid powder. Sick powder. Ah, da ist ein Widerstandssoldat. Lol, ich wollte gerade sagen. Da wartet einer darauf, die Tür aufzumachen. Okay. Die haben auch wirklich an alles gedacht, ne? Castleton Infirmary has been closed for some time, due to rumors that the Arkham Legion was hunting Martinet. It was to trick them into thinking that Martinet, who had worked as a healer there, had left. While in hiding, she is still researching a cure for her sister's star fragment side effects. Blessings be upon you. So, was sagt die denn? Mit Wegpunkten. Ich habe da noch eine Frage. You still have unanswered questions, I see. Ja, Wegpunkte. Waypoints are one of the greatest implementations of Venelux magic. They allow you to instantly traverse from one location to another. Originally, teleportation was a spell that only the most skilled wizards were able to cast by creating distortions between spaces using the elements of wind and earth. Okay. It was the wizard Clay who completed the schema to make waypoints so that teleportation could be accessible to everyone. Anyone can use Clay. A waypoint without any special training. Try placing your hand okay. on the waypoints in the plaza and at the Golden Rye pastures. Afterwards, talk to the resistance officer Ashton. He'll explain the rest. Okay. Dann berühren. Berühren. Zack. Ui. Lord Hobbs of Laslin resisted Revolupius, who had usurped the throne, but his dominion was taken by the Arkham Legion. Okay. However, Laslin was freed again by the Founder's Order, led by Captain Da Vinci. And the Laslin Allied Resistance Forces were founded here. Oh, okay. Interesting. Und dann gehen wir doch mal weiter. Und ich sehe davon ab, sag ich mal, groß viel Morph zu benutzen, wenn wir gerade so ein bisschen am Laufen sind. Einfach ein bisschen die Szenerie halt mitzubekommen, ne? Ja. Einfach um ein bisschen sich umzugucken. Ein bisschen was zu sehen. Und nicht immer schnell, schnell. So, Bericht 61.2. Die Arkham Legion wird in 10 Tagen mit einer Invasion Laslands beginnen. Den Anfang macht Castleton. Sollte es dem Widerstand nicht gelingen, sie aufzuhalten, wird Solium bald unter Khazars Kontrolle fallen. Gemeldet von A. Oh, okay. Okay. Ja. Da sind wir direkt in den Goldrockenfeldern. Huch! Da treibt jemand seine Schafe über den... guck dir mal den Hüterhund an. Einfach einen Dackel oder... das muss doch ein Dackel sein. Lull. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Finde ich cool. Und da haben wir die Felder... die mit Wespen und mit gefährlichen Pflückern ausgestattet sind. Nice. So, und hier sollen wir noch einmal Tatschi-Tatschi machen, ne? Dann berühren. This
This was once the most prosperous granary in Laslin, but after the cursed rain came, it became infested with strangely enlarged pests. People tried to solve the problem by employing the power of free wizards, but the free wizards' clumsy magic only made things worse. The Einar Priestess Grace introduced waypoints as a great integration of Venelux magic. Teleportation was a rare skill that was only used by a few wizards. When the wizard Clay completed the schema for waypoints, it enabled anyone to teleport freely. Was haben wir hier? Ja, das waren, genau, das sind die Nebenquests, die wir auch machen werden. Die wir auch definitiv machen werden. So, Widerstandsofficer Ashton, was hast du denn? Kann ich einfach so mit ihm sprechen? Resistance needs more people like you. Isn't it rewarding when you help those in need? Ja. Ah, looks like it's your first time using a waypoint. If you place your hand on a waypoint, the schema will be activated and the stone will glow blue. Das ist eigentlich nicht mein erster, ich habe in Castleton auch was berührt, aber naja. Open your map and select a waypoint activated with blue light. You will be instantly transported to that location. Okay. Once you place your hand on a waypoint, it will glow with blue light, activating the schema. If you open the map and select an activated waypoint, you can instantly travel to that location. So, dann gucken wir mal. Machen wir das hier doch mal an. So. Also, was müssen wir besorgen? Eine Seite aus dem Sammlungskodex in Roggenfeldern. Okay. Und dann müssen wir noch defekte Pflücker vernichten. Nice. Und hier Strohhaufen entzünden. Zack. Bam, bam, bam. Und jetzt müssen wir noch eine Seite finden. Wir machen den nochmal. Nice. What should I do? Wieso, was los? What can I help you with? Was willst du? You have such a kind heart. I've been having some concerns lately. Okay. Whenever I go out to work in the morning, things seem to be missing. Strange. Missing. I wonder if goblins are stealing them in the night. It would be nice if someone could keep an eye on them. Okay. Oh je, 30. August. 1190. Auf Ring begannen sich schreckliche Dinge zu ereignen. Die Roggen welkte ohne ersichtlichen Grund und es tauchte Schädlinge auf, die wir so nie zuvor gesehen hatten. Vor 10 Tagen wurde von einem riesigen Sekt angegriffen, die 5 Bauern schwer verletzten. Die Zauberer des Fürsten wurden ursprünglich in das Dorf entsandt und sie vertrieben die Schädlinge. Sie zogen einen magischen Kreis, der die Schädlinge davon abhielt, ins Dorf zu gelangen, doch ich fühle mich noch immer unwohl. Die Pflücker, die gebaut wurden, um Vögel oder Eindringlinge in Roggenfeldern zu vertreiben, bekämpfen zwar die riesigen Skarabäen, aber angeblich greifen sie gelegentlich auch die Bauern an. Oh, Mafrion, Herrscher über die Erde, bitte beschütze uns vor diesem Unheil. Ah, okay. Ja. Actually wahrscheinlich gar nicht so geil, aber naja. Was macht die Kräuterkunde? Do you need something from the master? Yes, ich brauche ranziges Pulver. Rancid powder? Well, I know how to make it, but no. Please forget what I just said. Okay, kannst du es bitte herstellen? I can't. I haven't received the master's approval yet. What if I just tell you the ingredients you need and you can gather them and find them yourself? Okay, dann hau mal raus. Collect decomposed hearts from violent harvesters, poison stingers from wasps, and contaminated horns from scarabs. Raunenwurzel zu erhalten, okay. Come back here with all of those, and I'll give you the last ingredient. Then, if you take all the ingredients to Windhill Shores and find my master, he'll make the powder for you. In the apothecary at the Golden Eye Pastures works the always gloomy Oliver, the herbalist's apprentice.
Oliver has been an apprentice there for some time. Though he has yet to gain the approval of his master. You've heard that the locals pitied the outstanding apprentice, a gifted student who suffered under his eccentric master. Haben wir übrigens... Ich muss mal kurz... Achso, das Auktionshaus ist hier nicht freigeschaltet, ne? Ich dachte, ich hätte vielleicht noch irgendwas, was ich gekauft habe. So, dann Skarabäus. Nice. Kontaminiertes Horn haben wir schon mal. Zwei kontaminierte Hörner. Jetzt brauchen wir noch Giftstachel. Und einer Wespe. Da haben wir einen. Und da brauchen wir noch einen zweiten. Nice. Super. Das wollte ich nicht. The main ingredients for rancid powder can be acquired from harvesters and insects in the golden rye pastures. They are the decomposed heart of a harvester, which controls magical power, a wasp stinger, which controls magical toxicity, and a contaminated scarab horn, which has a tonic effect. These ingredients are highly toxic on their own, but highly effective together. Sammeln wir erstmal ein bisschen Kraut hier. Zack. Sammeln ist immer eine gute Idee. Und da haben wir direkt Level 4 gehittet. Wir könnten hier mal... Könnten hier mal hier ein bisschen was verteilen. Gehen wir mal erstmal hier rauf. Oder wobei... wahrscheinlich erstmal ein bisschen Dex. Für mehr Angriffstempo, Grundschaden hoch, etc. pp. Was haben wir hier? Ach! Ich kann mit dem den Pass nochmal neu sammeln? Okay. Interessant. So, was haben wir hier? Belohnung. Immer her damit. Immer schön her damit. So. Und wir müssen zur Alraunenplantage. Oh, guck mal, da haben wir noch was rumliegen. Ein rätselhaftes Buch. Nummer 2. Sophia vom Widerstand, die diesen Platz für gewöhnlich belegt, nahm sich diesmal selbst aus dem Rennen, nachdem sie dreimal hintereinander gewählt wurde. Ihrem Wunsch entsprechend geht der zweite Platz an unseren wohlbekannten Nachbar, Kräuterkundler Wilson Hinman. Vielleicht wurde er gewählt, weil die Fürstenresidenz von Laslan diesen Monat ihre Kampagne mit dem Titel Helden unter uns veranstaltet. Ganz gleich auf welchem Grund, Wilson belegte mit 183 Stimmen den zweiten Platz. Wie es scheint, richtete sich das öffentliche Interesse angesichts der weit verbreiteten Nachrichten über eine Epidemie, die in einer anderen Stadt umgeht, auf Helden, die sich um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden bemühen. Alle Gefahren, da auch immer welche Gefahren da auch immer lauern mögen, wir vertrauen darauf, dass unsere hingebungsvolle, besondere Wilson Hillmann uns alle beschützen wird. Okay. Honestly, now's not the time to be worrying about goblins. Was für... Okay. Der wurde gewählt, aber warum wurde der gewählt? Okay. Das hatten die Wähler über Wilson zu sagen. Ich werde nie vergessen, wie Wilson um mich gekümmert hat, als ich mitten in der Nacht mit Bauchschmerzen aufsuchte. Wenn man für Wilson keinen Respekt übrig hat, sollte man sich fragen, ob man überhaupt irgendjemanden respektiert. Ich werde ihm immer dankbar sein. Ich blicke ehrfürchtig zu Wilson auf, ständig sammelt er Kräuter und hilft all jene, denen es am schlechtesten geht. Möge er noch viele Jahre gesund bleiben. Auch ich erinnere mich, wie ich Wilson einen Besuch abstatte, als ich erkältet war. Alle Bürger Kasselers verdanken ihm ihr Leben. Er hat sich seinen herausragenden Ruf ehrlich verdient. Okay. Wer ist dieser Wilson? Okay. Der hört sich nach einem schnicken Boy an, der Wilson. So.
Wir müssen zur Alraunenplantage. Wir gehen aber schön über die... über den Weg hier drüber, ne? Wollen ja nicht zu viel weiten. Übrigens müssen wir mit der Forscherin sprechen. Ah, die ist auch dort. Okay. Es ist schon wirklich cool, ne? Also die Felder. Das ist schon nice gemacht. Ah, das ist noch was. Haben wir hier. 12. Oktober 1190. Ich habe meinen treuen Jagdhund Leo und Arthur heute im Vorgarten begraben. Ei. Sie starben, als sie tapfer gegen diese riesigen Skarabäen kämpften, die meine jüngsten Sohn angriffen. Der Abenteuer, der meinen Sohn gerettet hat, berichtet mir von allem, was sich ereignet hat. Es gibt nicht mehr, das mich in diesem Land hielte. Die Roggenfelder werden von gefährlichen Monstern heimgesucht und wir werden von riesigen Wespen belagert, die ganze Bienenstöcke am Stück verschlingen können. Die Feldfrüchte wachsen auch nicht mehr so gut wie früher. Es wird Zeit, diesen Ort zu verlassen, woanders sein neues Leben zu beginnen. Ich werde meine Sachen packen, um nach Norden aufzumachen, sobald die Sonne aufgeht. Schade. Das ist wirklich dumm, ne? Also, ey, das ist halt wirklich scheiße. Hier hat einer auch was stehen lassen und nicht bestellt. Das ist halt krass, was da passiert ist, ne? Also nur, weil die so richtig ätzend waren. So, hier haben wir auch noch was. So, nach Aufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ich freue mich drüber. Dankeschön.